Herr Präsident, meine Damen und Herren, Cannabis ist und bleibt eine gefährliche Droge, die gravierende Schäden verursachen kann. Studien zeigen, dass Cannabiskonsum und Missbrauch zu erheblichen geistigen Störungen führt. Die Herausgeber der Zeitschrift Sucht Heft 3 aus dem Juni 2011 betonen, dass die gesundheitlichen Probleme, die sich aus Cannabismissbrauch ergeben, weder verschwunden noch abnehmend sind, meine Damen und Herren. Für Verharmlosung ist an dieser Stelle also überhaupt kein Raum. Ganz im Gegenteil. Die Zahl der Behandlungssuchenden wegen cannabisbezogener Störungen steigt weiterhin an. Eine Langzeitstudie an der Duke University in Durham in North Carolina hat nachgewiesen, dass Cannabiskonsum das zentrale Nervensystem unwiderruflich schädigen und den IQ senken kann. Cannabiskonsum ist also schädlich fürs Gehirn und kann unter anderem zu Schizophrenie führen, meine Damen und Herren. Sehr erschreckend ist auch, und das hat diese Studie ergeben, dass besonders der frühe Cannabiskonsum schwerwiegende Folgen hat. Denn offenbar, so die Autoren der Studie, nimmt der IQ umso stärker ab, je früher die Menschen beginnen, Cannabis zu konsumieren. Man hat festgestellt, dass sich bestimmte Areale des Gehirns von Dauerkonsumenten deutlich und irreversibel verschlechtert haben, meine Damen und Herren. Darüber hinaus zeigten die Untersuchungen, dass Langzeitkiffer Erinnerungsprobleme haben und sich auch schlechter konzentrieren können. Als Gegenargument, meine Damen und Herren, wird nun oft angeführt, man wolle doch nur den Gelegenheitskonsum entkriminalisieren. Meine Damen und Herren, das funktioniert aber nicht. Denn insbesondere Jugendliche laufen Gefahr, zu dauerhaften Konsumenten zu werden, je früher sie in Kontakt mit der Droge kommen, auch wenn das nur gelegentlich passiert. Eine Cannabis-Legalisierung hätte also gesundheitliche und psychosoziale Folgen, die aus meiner Sicht nicht hinnehmbar sind, meine Damen und Herren. Denn wie gesagt, das Gehirn der Jugendlichen ist offenbar nicht in der Lage, sich von den Folgen des Konsums völlig zu erholen. Hier gibt es keinen Reset-Knopf, meine Damen und Herren. Konkret bedeutet das, Dauerkiffen macht Jugendliche dümmer. Dies dürfen wir durch eine Legalisierung nicht auch noch befördern. Liebe Kolleginnen und Kollegen, der Jugendschutz muss in der Sucht- und Drogenpolitik eine ganz zentrale Rolle einnehmen. Aber wie können wir Kinder und Jugendliche effektiv schützen, wenn Cannabis wesentlich leichter, weil ja legal, verfügbar ist? Und elementar ist dabei auch die Frage, wie soll der fließende Übergang vom legalen Eigengebrauch, den Sie ja fordern, zur illegalen Herstellung und illegalem Handel überhaupt kontrolliert werden? Glauben Sie denn wirklich ernsthaft, dass in Cannabis-Clubs keine Kriminellen auftauchen, die dann unter dem Deckmantel der staatlichen Legitimation den Stoff anbauen und dann auf den nächsten Schulhof an Jugendliche weiterverkaufen? Das können Sie doch überhaupt nicht verhindern. Der reine Wunsch nach streng kontrolliertem und legalem Umgang wird nicht dafür sorgen, dass in der Realität auch tatsächlich so verfahren wird. Der niederländische Schwarzmarkt verdeutlicht das leider auf sehr bittere Weise. Meine Damen und Herren, den Realitätscheck hat Ihr Antrag auf Rauschsozialismus bereits beim ersten Lesen leider nicht bestanden. Ihr Antrag ist deshalb nicht mehr als ein utopisches Wunschdenken. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Ausdruck von utopischem Wunschdenken ist auch der Antrag der Fraktion der Grünen zum Drug-Checking. Sie wünschen sich, dass man die gesundheitlichen Risiken des Drogengebrauchs durch Drug-Checking verringern könnte. Das ist aber ein gefährlicher Trugschluss. Denn beim Drug-Checking wird immer nur auf einzelne Substanzen geprüft. Wenn eine Partypille zum Beispiel auf Rattengift überprüft und diesbezüglich für negativ befunden wurde, heißt das noch lange nicht, dass darin nicht andere schädliche Substanzen sind, wie zum Beispiel die erwähnten, bei Ihnen im Antrag erwähnten Milzbranderreger. Mal abgesehen davon, dass schon die reine Pille an sich sehr, sehr schädlich ist. Ein Drug-Checking wiegt den Konsumenten deshalb nur in einer gefährlichen, in einer trügerischen Sicherheit. Besonders bei Jugendlichen kann damit der völlig falsche Eindruck entstehen, ein unbedenkliches und ein von offizieller Stelle geprüftes Produkt erworben zu haben.
Bei illegalen Drogen handelt es sich aber keinesfalls um standardisierte und in einem kontrollierten Verfahren hergestellte Produkte. Die vermeintliche Unbedenklichkeit sagt doch auch überhaupt nichts darüber aus, über andere zum Beispiel nicht getestete Verunreinigungen in dieser Pille oder andere gesundheitsgefährdende Beimischungen. Meine Damen und Herren, ein Drug-Checking würde nur suggerieren, es gäbe gesunde, unbedenkliche Substanzen in den Drogen. Das ist aber nicht so. In der Anhörung hier im Bundestag wurde das ganz klar deutlich. Drogenkonsumenten können sich keineswegs darauf verlassen, dass die getesteten Drogen frei von Beimengungen sind und keine überdosierten Stoffe enthalten. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich halte die Drogenpolitik mit Ihrem Antrag für schizophren. Auf der einen Seite verbieten Sie in NRW, dass Raucher in von Rauchern betriebenen Eckkneipen das legale Produkt Zigarette nicht mehr konsumieren dürfen und fordern hier gleichzeitig mit Ihrem Antrag das Einführen von einem Drug-Checking, also einer regelmäßigen Analyse illegaler psychoaktiver Substanzen in Diskotheken. Wie stellen Sie sich das eigentlich vor? So von wegen in der Kneipe nach der Schicht, die Zigarette zum Bier ist verpönt und verboten, aber in der Disco steht dann ein staatlicher Drogentüff und bescheinigt dem möglicherweise Verunreinigten der Pille eine trügerische Unbedenklichkeit. Das ist für mich nicht nachvollziehbar. Das ist Unsinn. Und die vorgelegten beiden Anträge sind daher nicht zielführend, sind völlig realitätsfremd und stellen auch die Drogenprävention, so wie wir sie wollen, komplett infrage. Vielen Dank. Das Wort hat nun Angelika Graf für die SPD-Fraktion.